Darf ich loslegen? Ja. Ja, also dann nehme ich gerne Stellung zur Frage, was die Urheberrechtsreform für das kulturelle Erbe, vor allem in Deutschland vielleicht, bedeutet. Denn wir haben in Deutschland bereits Regelungen, die Zugang zum kulturellen Erbe gewährleisten. Ich möchte insbesondere abstellen in der Urheberrechtsrichtlinie auf den Artikel 6 und auf den Artikel 14. Gibt eigentlich eine Rechtslage vor, die wir weitgehend auch bereits in Deutschland vorfinden. Er sagt nämlich oder er fordert die Mitgliedstaaten auf, er verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, eine Schrankenregelung oder eine Bereichsausnahme, der es ermöglicht, Vervielfältigungen von bestimmten Werken herzustellen, die sich in Einrichtungen des kulturellen Erbes befinden. Wir haben in Deutschland, wie gesagt, schon eine ähnliche Rechtslage, deshalb gibt es da gar nicht so sehr viel Umsetzungsbedarf. Aber was ganz interessant ist, dass der Artikel 14 der Urheberrechtsrichtlinie eine sehr missliche Rechtsprechung des BGH zurücknimmt. Er sagt nämlich, dass Abbildungen von Werken, die bereits gemeinfrei sind, nicht mehr urheberrechtlich geschützt werden dürfen. Ja, also wenn ich ein Werk habe, dessen Urheber 70 Jahre lang tot ist, dann ist auch ein Lichtbild, das ich anfertige, von diesem Werk nicht mehr urheberrechtlich schutzfähig. Also ich glaube, dass es maßgeblich darauf ankommen wird, dass jetzt die Inhalte, die in der Urheberrechtsrichtlinie wiedergegeben sind oder die dort verankert sind, durch den Gesetzgeber vernünftig umgesetzt werden und dass die Grundgedanken, die sich in der Urheberrechtsrichtlinie finden, dann vor allem auch durch die Rechtsprechung aufgegriffen werden. Also ich mache mal ein Beispiel, wo die Richtlinie gar nicht eindeutig ist. Sie fertigen ein Lichtbild an von einem Werk, dessen Urheber noch nicht 70 Jahre tot ist, sondern 69,5 Jahre. Dann hat dieses Lichtbild erst einmal auch Schutz, auch wenn es sich um eine reine Reproduktionsfotografie handelt. Wenn Sie ein Lichtbild angefertigt hätten von einem Werk, das aber dessen Urheber schon 70 Jahre tot wäre, wäre das anders. Wirkt sich nun dieser Artikel 14 der Richtlinie auch auf den Fall aus, in dem der Urheber 69,5 Jahre tot ist? Sprich, ist dann nach Ablauf dieses halben Jahres auch das angefertigte Lichtbild, die angefertigte Reproduktionsfotografie gemeinfrei oder ist sie das nicht? Da wird es sehr spannend sein, wie die Richtlinie zu lesen ist. Meines Erachtens besteht da eine Accessorietät zwischen der Gemeinfreiheit des Werkes und der Gemeinfreiheit der Reproduktionsfotografie, die da angefertigt wird, sodass dann auch das Werk, dessen Urheber dann erst 69,5 Jahre tot ist und dann nach einem halben Jahr eben 70 Jahre tot ist, dass dort auch die Reproduktionsfotografie letztlich gemeinfrei ist.